In der Kunst bleibt ein Stil so lange lebendig, wie genügend Künstler leben, die daran interessiert sind und begeistert ihre Werke schaffen. Es ist unser Anderssein, das uns am Leben erhält. Ich bin ein Tänzer der Menschen. Mary Wigman war Tänzerin und Choreografin. Aber sie tanzte auf eine Weise, wie man sie vorher nicht gekannt hatte. Auch nicht in Amerika. Dezember 1929. Mary Wigman kommt mit dem Schiff aus Deutschland. Es hieß, ihre Vorstellungen waren bereits ausverkauft, noch bevor sie Deutschland überhaupt verlassen hatte. Niemand hatte zuvor in New York etwas vom New German Dance gehört. Dass Mary Wigmans Auftritt in der Nähe des Broadway später die amerikanische Tanzwelt verändern wird, ahnte damals noch niemand. Keine andere Deutsche kam in dieses Land und hinterließ einen solch tiefen Eindruck und beeinflusste so viele nach ihr wie Mary Wigman. Es schien, als ob alle Journalisten des Landes auf mich einstürmen würden. Es gab Tage, an denen ich aufwachte und fürchtete, einen Fotografen unter meinem Bett zu finden. Unversehens findet sie sich in der Show- und Glitzerwelt Amerikas wieder. Die Hollywood-Stars wollen mit ihr aufs Foto. Auch ihr Landsmann Albert Einstein lässt es sich nicht entgehen, sie auf der Bühne zu sehen. Er bekennt: Ich bin beeindruckt, aber völlig ahnungslos. Ich hatte wie so eine wilde Frau im Kopf. Also so eine, also nicht so was Feines oder auch nicht wirklich was Elegantes, sondern eine Frau mit einfach sehr viel Kraft. Wigman was dancing from her soul. Ich denke, Wigman tanzte aus ihrer Seele heraus. Sie wollte nicht nur aus dem Tanz selbst schöpfen, sondern erforschen, was der menschliche Geist überhaupt ausdrücken kann. Die Carnegie Hall. Wer es hier schafft, schafft es in ganz Amerika. Am Abend steht Mary Wigman auf der Bühne. Angekündigt ist sie als die hohe Priesterin des Tanzes. Ganz allein, nur zum Rhythmus einer Trommel, soll sie sich dem amerikanischen Publikum stellen. Ihre Lieblingsgeschichte war immer das große Lampenfieber, was sie hatte. Und dass sie dann hinter dem Vorhang stand, geschlossenen Vorhang, und dann so gezittert hat und jetzt einfach wusste, entweder geht's aufwärts oder runter. Also es gibt keinen Mittelweg. Wenn sich der Vorhang hob und diese Frau nur da stand, ging eine Spannung in den Raum hinaus. Und sobald die Bewegungen anfingen, war das Publikum in Bann gezogen. Die Tochter eines Fahrradhändlers aus Hannover betritt die Bühne. Allein, barfuß und nur auf die Kraft ihres Ausdrucks vertrauend, erobert sie die Carnegie Hall. Und von hier aus ganz Amerika. Man braucht keinen leichten Körper, keine zarten Füße, kein schmiegsames Rückgrat für den modernen Tanz. Anstatt nach einem Schema zu tanzen, reisen wir durch Reiche des Tanzes mit unserem eigenen Körper.
Etwas, das so nur in Deutschland entstehen konnte, hat in Amerika durchschlagenden Erfolg. Die Public Library in New York. Hier findet man auch heute noch die Spuren, die Mary Wickman hinterlassen hat. Im Archiv hat sie einen festen Platz als Pionierin des modernen Tanzes. Die Dokumente belegen Wickmans einzigartigen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Tanzes. Wickman hat dem Tanz eine moderne Ästhetik gegeben. She created quite a stir in the United States. No one had ever seen dancing quite like hers before. Ihre Auftritte sorgten für große Aufregung in den USA. So eine Art von Tanz war neu. Sie war so anders als der populäre Tanz der Musicals, Varietés oder der Ballet Russe. Es war etwas, was wir noch nie gesehen hatten. Wickman war mit 44 keine junge Tänzerin mehr, als sie die USA bereiste. Einige Zuschauer lästerten über ihre stämmigen Beine. Trotz alledem, sogar die frühen Musicals am Broadway integrierten mit Erfolg Wickmans Stil in ihre Choreografien. Mary Wickmans success ignites a controversy. Mary Wickmans Erfolg entfachte eine Kontroverse. Man forderte amerikanische Tänzer auf, ihre Meinung zu formulieren. Vor allem das Ballettpublikum war empört. Das ist grotesk. Wie kann man so etwas Tanz nennen? Es ist ohne Eleganz und Schönheit. Das zeigt, wo wir damals standen. Dreimal war Wickman auf Amerika-Tournee. Meist mit dem Zug unterwegs durchquerte sie den Kontinent. Auf ihrer Tourenkarte notierte sie die Route peinlich genau. Washington, Chicago, Kansas City, Los Angeles, überall war sie. Und überall ausverkaufte Häuser. Am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt, schreibt sie in ihr Tagebuch. Dies ist Amerika, das Gesuchte und Ersehnte. Die Landschaft lebt und ihr grandioser Rhythmus dringt auf mich ein. Der Blick wandert. Weite, unermessliche Weite, grenzenloses sich ausdehnen, Unendlichkeit. Deutschland zur Kaiserzeit. Wilhelm II. Unterwegs zu einer Parade. Der Aufschwung Deutschlands wird auch für die Wickmans zunehmend spürbar. In Hannover betreibt das Familienunternehmen einen Fahrradladen. Die kleine Marie wächst in behüteten Verhältnissen auf. Ihre Familie ist durch Disziplin und Fleiß zu Wohlstand und Anerkennung gekommen. Eine Erfahrung, die Mary Wickman prägt. Schon früh wird klar, dass sie besonders talentiert ist. Die kunstinteressierten Eltern fördern die Sprachbegabung und ihre Freude an der Bewegung. Die fantasiebegabte Marie ist außerdem die eigenwilligste der drei Geschwister. Mary Wickman being from a middle class family, Mary Wickman kam aus einer bürgerlichen Familie. Sie sollte heiraten und Kinder bekommen. Ihr Leben war sozusagen vorprogrammiert. Aber sie ging einen anderen Weg. Auch wenn die Tochter aus gutem Hause gern ihr Abitur gemacht hätte,
Mit 14 Jahren muss Marie die Schule verlassen. Wickmanns Eltern suchen für ihre Tochter bereits nach einer passenden Verbindung. Aber Mary Wickman entschied, sie möchte dieses Familienleben nicht haben, was die Eltern im Kopf hatten. Sie möchte etwas tun, was ihrem Bedürfnis nach Ausdruck eine Form geben könnte. Mit 17 darf sie endlich reisen. Sie nutzt ihre neuen Freiheiten und besucht die Metropolen. Besonders fasziniert ist sie von Tanzaufführungen. In Europa spielt sich ernstzunehmende Tanzkunst nur im Ballett ab. Einen Auftritt der russischen Meistertänzerin Anna Pavlova kommentiert sie später im Tagebuch. Zwischen dir und mir ein Abgrund. Keine Brücke, die uns verbindet. Ich könnte in Demut mich beugen vor deiner Leistung. Aber meine Sehnsucht geht einen anderen Weg. Tastet sich vor auf unebenen Straßen. Das klassische Ballett folgt einem ganz, ganz präzisen Formenkanon. Es gibt unterschiedliche Positionen, es gibt 5 Positionen, es gibt sehr, die Bewegungen sind wirklich methodisch aufgebaut und du kannst es erlernen. Es gibt eine ganz präzise Form. Diese Form empfanden die Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts als einengendes Korsett. In Hellerau bei Dresden suchten sie einen ganz neuen Ansatz. Das gewaltige Festspielhaus wird 1911 von dem Schweizer Pädagogen Émile Jacques Dalcroze eröffnet. Mit seinen Inszenierungen lockt er die europäische Avantgarde nach Hellerau. Dalcroze vertraut auf die Wechselbeziehung der musikalischen, körperlichen und emotionalen Erfahrung. Auch Wickmann schreibt sich in Dresden ein. Ihr Ausbildungsziel: Rhythmiklehrerin. Es gab keine Korsetts mehr, es wurden Reformkleider getragen, es gab kurze Hosen, auch für die Frauen. Das war für sie eine, ja, fast wie die Begegnung mit etwas Neuem. Es waren fließende und regelmäßige Bewegungen, die in Hellerau einstudiert wurden. Die Rhythmikerfahrung sollte sich positiv auf das gesamte Leben der Schüler auswirken. Das jedenfalls dachte Dalcroze. Der Schülerin Wickmann ist das zu wenig. Sie hat aber schon in der Ausbildung eigentlich ständig gemeckert, weil ihr die Verbindung von Musik und Bewegung zu schematisch war. Und sie hat sehr früh gespürt, dass sie da eine Unabhängigkeit von haben wollte. Sie wollte also einen Tanz kreieren, der für sich stehen konnte und nicht ein Illustrieren von Musik war. Nur die Lehrerin Suzanne Perrottet ist anders. Ganz im Sinne der Lebensreform verlegt die Schweizerin den Unterricht häufig in die Natur und gewährt Schülerinnen mehr Bewegungsfreiraum für die Entwicklung eigener Ideen. Eigenes Empfinden steht im Vordergrund. In Suzanne Perrottet findet Mary Wickmann gleich zu Beginn eine Verbündete. Und jetzt kommt da eine Frau, die schon von Anfang an eigenwillig andere Bewegungen macht und die irgendwie auch auf der Suche ist nach neuen Bewegungen und neuen Ausdrucksformen. Und somit war eigentlich von der ersten Minute auch der Bann gebrochen zwischen diesen 2 Frauen. An ihre erste Begegnung mit Wickmann hat sich Suzanne Perrottet später erinnert. Der Tanzhistoriker Giorgio Wolfensberger bewahrt die bisher unveröffentlichte Tonbandaufnahme in seinem Archiv auf. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, ich arbeite allein in mein Zimmer. Denn ich kann mit Dalcroze, also er will gar nichts von mir wissen, ich arbeite für mich weiter. Und ich sage, ja, ich mache auch das Gleiche, ich arbeite für mich allein im Zimmer und sage nichts. Hinter der Schulfassade in Hellerau werden die Widerstände der beiden Frauen gegen den geordneten Lehrbetrieb immer größer. Die Rhythmuserziehung entspricht nicht ihrem Verständnis von Bewegung. Wickmann ist am Ende ihrer Schulzeit bereits 26 Jahre alt. Mit ihrem Diplom als Rhythmiklehrerin könnte sie sich jetzt überall niederlassen, aber sie will mehr. Ihr Innenleben war nicht harmonisch. Da war Kampf, da war Auseinandersetzung, da war Suche nach sich. Und das hatte in Hellerau keinen Platz. Und es drängte sie wieder. Im Herbst 1912 verlässt Wickmann Hellerau. In Rom will sie Abstand gewinnen von ihren Erfahrungen mit Dalcroze. Fast ein Jahr verbringt Wickmann hier unglücklich und künstlerisch unverstanden im Zentrum der Stadt.
Umgeben von antiken Kunstwerken beschreibt sie ihre Eindrücke. Still stand ich und sah zu dir hinauf, du Göttlicher. Wie leicht dein Schritt, wie schön das Haupt. Wohin, wohin, Apoll? Du Beschützer der Künste, zum Tanze rüstest du dich, Apoll. Auch ich kann tanzen. Lass doch die Musen für heut. Tanze mit mir. Europa Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Einwohnerzahlen der Städte explodieren. Der Verkehr und die Maschinen beginnen, den Rhythmus des Menschen zu bestimmen. Die Suche nach Abgeschiedenheit und Ruhe wächst. Viele Künstler entschließen sich, von der Stadt aufs Land zu ziehen. Im schweizerischen Ascona gründen zivilisationsmüde Aussteiger 1899 das Sanatorium Monte Verita, Berg der Wahrheit. Die Anhöhe am Lago Maggiore wird schnell zum Treffpunkt für Künstler und Lebensreformer, von Hermann Hesse über Else Lasker Schüler bis zu Paul Klee. Neue Lebensformen werden auf dem grünen Hügel ausprobiert. Weit ab der Städte entstehen die großen Utopien des neuen Jahrhunderts. Also die Anfangszeit des Ausdruckstanzes ist natürlich auch die Zeit der Wandervogelbewegung, ist die Zeit der Naturkostler, ist die Zeit der FKK-Bewegung. Sich nackt sonnen war auf dem Monte Verita quasi schon fast ein Pflichtprogramm. Es gibt eine große generelle Reformbewegung, begleitet gleichzeitig von einer sehr starken Jugendbewegung. Diese Jugendbewegung wollte unabhängig sein von der Elterngeneration und ihre eigenen Erfahrungen machen. Auch der junge Tänzer und Choreograf Rudolf von Laban wohnt auf dem Berg und gründet die Schule für Kunst. Der gebürtige Ungar zieht mit seinen Kursen viele Anhänger aus ganz Europa an. Die meisten seiner Schüler bewegen sich nackt. Für sie ist Tanzen der Ausdruck eines selbstbestimmten Lebens. Im Sommer 1913 kommt Mary Wickmann in Ascona an. Ich hörte von Weitem schon eine Trommel, folgte dem Ton der Trommel, kam auf eine Wiese und da stand ein Mann mit kurzen Hosen, eine Trommel in der Hand und ein paar Mädchen, die sich bewegten. Und es war, als käme ich nach Hause. Und Rudolf von Laban sah sie da hinten an der Wiesenecke stehen, fragte, was wollen Sie denn? Und sie sagte, ich möchte mitmachen. Und er sagte, ziehen Sie sich hinterm Busch aus, kommen Sie rüber. Und sie sagte, das tat ich. Und damit begann's. Damit war der Weg zum modernen Tanz, zum Ausdruckstanz geöffnet. In einem Zürcher Archiv werden die einzigen erhaltenen Farbfotografien aus dieser Zeit aufbewahrt. Die Bilder, die wir hier haben, die sind von Johann Adam Meisenbach hergestellt worden. Ein Deutscher, der in München Rudolf von Laban kennengelernt hat und dann am Monte Verita bei Ascona fotografiert hat. Der Fotograf Meisenbach war fasziniert und angezogen von den Laban-Kursen. Er beschließt, den Sommer über zu bleiben und eine ganze Serie von Aufnahmen zu machen. Rechts sieht man Rudolf von Laban kniend in dem lila Gewand. Das ist Suzanne Perrottet. Diese Farbfotografie ist von vor 1914, das weiß man, weil der Fotograf Johann Adam Meisenbach 1914 in den Ersten Weltkrieg gezogen ist und dann den Monte Verita verlassen musste. Bei Laban findet Wickmann eine neue Heimat. Ihre Tänze sind unmittelbarer Ausdruck des Erlebten. Laban hat eine Vision. Er will die Menschen befreien für ein selbstbestimmtes Leben.
Wigman ist fasziniert von seiner sprühenden Kreativität. Was sie sich bisher nur heimlich in ihrem Zimmer getraut hat, kann sie jetzt offen und mit allen anderen tun. Sie bewegt sich ohne Zwang und ohne Formvorgaben. So begannen die beiden, nachdem sie sich gefunden hatten, doch eine unschätzbare Kooperation, die dazu führte, dass eine neue Tanzform entstand. Mary Wigman auf der tänzerischen Ebene, Rudolf von Laban auf der theoretischen, aber beide hätten ohne einander es nicht alleine finden können. Die Luft, die Wiesen von Bäumen umgeben, ein sonniger Strand und eine kleine Gruppe von seltsamen Menschen. Wir bewegten uns, wir hüpften, rannten, improvisierten unsere ersten einfachen Tänze. Tanz. Er war einfach in uns, um uns herum und überall da. Draußen zu tanzen, barfuß und nackt, diese neuen Ideen auszuprobieren, war sehr wichtig für ihre künstlerische Entwicklung. Barfuß auf der Erde zu tanzen, schafft ein Gefühl der Verwurzelung. Die Gruppe, alle aus gutem Hause, lebt einfach und ohne jeden Komfort. Die Holzhütten haben weder fließend Wasser noch Heizung. Geld hat kaum einer, und so müssen sie sich von dem ernähren, was die Natur zu bieten hat. Wir hatten also eigentlich schon sehr arm gelebt und sehr einfach gelebt. Und das haben sie natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt in Kauf genommen, weil ihnen war die Kunst wichtiger als die Ernährung. Aus Hellerau ist auch Susanne Perrottet auf dem Monte Verita angekommen. Seit einem Jahr sind sie und Laban ein Paar. Aber auch Mary Wigman erliegt dem Charme ihres Meisters. Gern hätte sie Laban für sich allein, aber ihre Liebe wird nicht erwidert. Als Perrottet ein Kind von Laban bekommt, stürzt das Wigman in eine tiefe Krise. Sie nahm aus diesem Leiden, dass sie nicht von ihm als Frau, als Geliebte akzeptiert wurde, die Kraft, als Tänzerin dann dieses Leid für sich selber zu formulieren. Und er wiederum sah diese Tänze und fand, dass in diesen Tänzen das besondere Potenzial und das Besondere ihrer Persönlichkeit lag. Eines Nachts konnte ich nicht schlafen. Ich sprang aus dem Bett und begann zu tanzen. Improvisierte wild, bis ich nicht mehr konnte. Im Vorbeigehen sah ich im Spiegel eine Kreatur. Mich. Ich ließ mein Haar so wild, wie es war. Ich warf den Schal über meine Schulter, gerade so, wie ich es gesehen hatte. Etwas in mir sagte, das ist es, was dich quält. Winter 1915. Wigman bricht während einer Probe zusammen und wird schwer krank. Die unglückliche Liebe und die schweren Lebensbedingungen am Berg haben ihr Haar zugesetzt. Gerade noch rechtzeitig wird sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ärzte diagnostizieren eine schwere Tuberkulose. Mary Wigman kämpft ums Überleben. Nur langsam wird sie wieder gesund. Ich war krank und hilfsbedürftig, aber ein Ideal spornte mich an. Und ich arbeitete jeden Tag, solange es hell war. Qualvolles Wandern an kraftgeladenen Wänden, verzweifelndes Suchen auf nie erhellten Wegen. Ich leide euer Leid mit euch. Mein Wille aber schreitet über euch hinweg, dem Ziel entgegen, das er sich gestellt. Die enge Verbindung zur Natur ist die Lebensader von Wigmans künstlerischer Arbeit. Auch ihre Krankheit sieht sie als Teil des natürlichen Laufes von Werden und Vergehen. Sobald es ihre Kräfte zulassen, macht sie sich an die Erarbeitung neuer Tänze.
Es ging darum, dass man alles, was einem begegnet im Leben, intensiv durchlebt. Also sei das nun Leid, Trauer, Schmerz, Verlust, Einsamkeit, genauso gut wie Freude, Begeisterung. All das musste quasi aus dem unbewussten Zustand hervorgeholt werden in einen bewussten Zustand. Kurz nach ihrer Genesung entscheidet sich Wickmann, mit ihren ersten eigenen Tänzen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ermutigt von ihrem Lehrer Laban, fährt sie im Juni 1917 nach Zürich ins Schauspielhaus. Ich wurde fast verrückt. Tänzerin, Bühne, das ging bei mir alles durcheinander. An sowas hatte ich nie gedacht, nicht eine Sekunde. Und plötzlich tat sich eine Welt auf, in die zu gelangen es sich lohnte, zu kämpfen. Susanne Perrottet war bei der Premiere im Publikum. Sie erinnert sich an einen umstrittenen Abend. Bei diesem ersten Tanzabend, wo sie im Schauspielhaus gab, kann ich mich erinnern, dass die Wirkung war, ja, die Frau ist schwer, ist nicht schön, ist nicht leicht, hat kein Kostüm, kein schönes Kostüm. Und man war gewöhnt, eine Tänzerin als liebliche, süßliche Erscheinung anzuschauen. Und die Wigmann war ein Charakter. Her intention was to share that experience. Sie wollte die Zuschauer an ihrer Erfahrung teilhaben lassen und wollte dabei so weit gehen, dass sie auch eigene Erfahrungen machen konnten. That they could somehow have an experience too. Deutschland 1918. Der Erste Weltkrieg ist endlich vorbei. Die Menschen sehnen sich nach Normalität. Es ist die Hochzeit des Varietés, der Revuen und Operetten. Wigmann als Exilantin während des Ersten Weltkrieges in der Schweiz nur geduldet, muss zurück nach Deutschland. Sie entschließt sich, ihren eigenen Tanz dem Publikum in der Heimat vorzustellen. Ihr weniges Geld investiert sie in die Miete von kleinen Sälen. Ein Fehler, wie sich bald herausstellt. Das deutsche Publikum hat kein Interesse an ihren Tänzen. Ihre finanziellen Reserven sind bald aufgebraucht. Sie zweifelt an allem und vor allem an sich selbst. Besucher waren sowieso nicht da. Meine Mutter und meine Schwester saßen im Parkett. Und ich verneigte mich also, ohne dass irgendeine Resonanz kam. Nichts. Pause. Schweigen. Ich hatte das Gefühl, ich bin blamiert bis auf die Knochen. Diese
unglaubliche Intensität, sich zu vertiefen und an was zu glauben und dafür zu kämpfen, da ist eigentlich nicht Erfolg fast besser. Deswegen finde ich das auch immer ganz nützlich am Anfang, bis sich so eine Form und bis man sich wirklich, also bis sich so eine Form entwickelt hat, dass man sich da durchbeißt und dass man auch beharrlich bleibt. Herbsttournee 1919. Wickmann ist 32 Jahre alt. In Städten wie Bremen, Hamburg, Berlin und München immer das gleiche Bild. Die Säle sind leer. Nur mit der Unterstützung von Freunden und ihrer Eltern kann sie die kleinen Theater noch mieten. Trotzdem bricht sie ihre Tournee nicht ab. Pioneering something is. Vorkämpfer kann nur jemand sein, der einen sehr starken Willen hat und der sehr hart arbeitet. Ich frage mich, ob heutzutage ein Einzelner überhaupt noch in der Lage wäre, etwas zu schaffen, das man für neu halten würde. To create something that someone may consider new. Auf das Unverständnis ihres Publikums reagiert Mary Wickmann mit großer Willenskraft. Nichts kann sie aufhalten, auch nicht der Generalstreik, der sie 1920 für 3 Wochen in Dresden festhält. Da sie nicht weiterreisen kann, tritt sie eben mehrmals hintereinander in Dresden auf und hat plötzlich Erfolg. Immer mehr Zuschauer lassen sich von ihrem Charisma faszinieren. Im November 1910 ist das Theater in Dresden bis auf den letzten Platz ausverkauft. Einen Tanz der Wickmann zu sehen war ein Erlebnis. Ein Erlebnis für jeden Einzelnen. Es gab kein kollektives Erlebnis bei dem Wickmann. Jeder fühlte sich selbst getroffen und beteiligt. Es war keine Massenveranstaltung. Sie hat oft gesagt, dass hinter ihren Tänzen keine tiefere Bedeutung verborgen ist. Dass darin zu sehen sei, was man in ihnen zu erblicken wünscht. Wickmann konnte über ihre Bewegungen Stimmungen transportieren. Der fast 100-jährige Kurt Schwen hat sie lange Jahre am Klavier begleitet. Wickmann betrachtete den Tanz als eigene Kunstform, die die Musik eigentlich gar nicht braucht, um zu existieren. Denn nicht die Melodien brachten bei den Tänzen die Stimmung hervor. Mary Wickmann selbst war in der Lage, ihre Gefühle in Bewegung umzusetzen. Es gab kein als ob. Es war das echte Gefühl. Als ich sie kennenlernte, schien sie mir klein zu sein, ängstlich, fast furchtsam. Kommt man mit ihr ins Gespräch, hat man einen ganz anderen Eindruck. Sie wächst förmlich. Trotz aller Höflichkeit wirkt sie plötzlich wild. Man ist bereit, sie aufspringen zu sehen und zu tanzen. Endlich wird auch die Presse auf die neue Tänzerin aufmerksam. In einem Artikel heißt es, dieser Frau von einer tiefen, großen Seele sind Fanfaren zu blasen, uneingeschränkt. Denn sie ist, und das heißt ganz einsam stehend, die größte deutsche Tänzerin. Sie hat entschieden, ich will den Tanz nach Deutschland bringen. Dresden habe ich meine Ausgangsposition und von hier aus gehe ich auf Missionsreise. Und sie machte jedes Jahr, 2-mal im Jahr in der Frühjahrs- und in der Herbstsaison, ausgedehnte Tourneen durch Deutschland, manchmal bis zu 30 Abenden, 40 Abenden in der Saison. Alles, was sie für ihre Auftritte braucht, passt in wenige Koffer. Anfangs zog sie noch alleine los. Der Pianist wurde vor Ort gebucht.
Sie scheute sich auch nicht, durch die Provinz zu reisen und auf spartanisch ausgestatteten Bühnen aufzutreten. Sie wollte, dass jeder sie sehen kann. Später tourt die Wickmann durch ganz Europa. Zurück in Dresden. Genauso ungeplant wie ihr Erfolg kommt ihre Schulgründung in Gang. Beinahe täglich kommen neue Schüler. Ihre Leidenschaft und der Glaube an sich selbst zieht viele an. Das ist ein Riesenglück für mich gewesen, dass ich den letzten Zipfel noch von Marys Schule auch noch erleben durfte. Und zwar volle Ausbildung mit 3 Jahren. Und naja, und ich habe sie auch verehrt. Also ich mochte sie sehr, auch als Mensch. Allen gemeinsam ist die Suche nach einem eigenen Ausdruck in ihrer künstlerischen Arbeit. Generationen von Tänzerinnen studierten bei Wickmann den neuen Ausdruckstanz und gingen mit ihr auf Tournee. Unter ihnen so bekannte Namen wie Gret Palucka, Hanja Holm und Harald Kreuzberg. Ehemalige Schüler gründen weltweit Wickmann-Schulen. Das Besondere an ihnen war, dass sie über den Tanz hinaus die Schüler ermutigten, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Die ehemalige Schülerin Claudia Gietelmann hat zusammen mit dem bekannten Tänzer und Choreografen Murray Lewis Wickmanns Ansatz noch am eigenen Leib erfahren können. Beide sind überzeugt, die Wickmann-Schulen bilden die Rahmenbedingungen für den modernen Tanzunterricht auch heute noch. New York, Greenwich Village, Waverly Place. Hier stand die erste Wickmann-Schule in Amerika. Hanja Holm, eine ehemalige Studentin, bekam aus Deutschland den Auftrag, sie zu leiten. Es galt als überaus progressiv, sich hier einzuschreiben. Die Schule von Wickmann wurde das Vorbild für die Tanzausbildung an den Universitäten. Es war kein Unterricht, in dem man etwas nachahmte, sondern sie gab Anregungen. Sie forderte zum Entdecken auf. Und die Schülerinnen entdeckten. Ein wirklich moderner Individualismus wurde da gefördert. In Amerika wird heute Wickmanns berühmtester Tanz, der Hexentanz, in allen großen Universitäten vermittelt. Er gilt als das Herzstück des Ausdruckstanzes. Auch Alison Hankins hat zusammen mit ihrer Lehrerin Anne Newhall über ein Jahr an seiner Rekonstruktion gearbeitet. Wir kennen viele Leute, die ihn einstudiert und aufgeführt haben. Betsy Fischer, Janice Brenner sind 2. Und da gibt es viele, viele andere mehr. Denn es ist einfach ein großartiger Tanz. Ich habe immer zu meinen Studenten gesagt, wenn ich diesen Tanz jeden Tag sehen würde, und da gibt es noch einen von Georges Balanchine, dann kann ich die beste Choreografin der Welt werden. Er war einfach so gut aufgebaut. Wunderschön strukturiert. Das ist der Wunsch jedes Choreografen, dass sich das, was ihm vorschwebt, einfach von selbst entfaltet. The wish of every choreographer is to have what he wants to do with it just unfold itself. But now the skill. This piece is the epitome of. Dieser Tanz bietet wirklich die Möglichkeit, deinen Körper als Gefäß für eine andere Existenz, eine andere Erfahrung zu benutzen. Become something, to use your body as a vessel for a different experience and a different existence. 1926 führt Mary Wickmann zum ersten Mal in dieser Form ihren Hexentanz auf. Sie benutzt dazu, wie in anderen Tänzen auch, eine Maske. Sie sollte vom eigenen Gesicht wegführen, um ganz den Bewegungen des Körpers folgen zu können. Die Maske des Hexentanzes wird heute im Tanzarchiv Köln aufbewahrt. Die Maske ist Teil einer älteren Tradition. In dieser Tradition bedeutet die Maske eine Transzendierung. Es graute mir vor mir selber. Vor der Preisgabe dieser Seite meines Ichs, der ich mich in solch unverhüllter Nacktheit noch nie ausgeliefert hatte. Aber ist nicht in jedem hundertprozentig weiblichen Wesen ein Stück Hexe verborgen?
Sie glitt über den Boden, fiel auf ihr Hinterteil. Ihre Hände waren hier unten und sie rutscht auf ihrem Hintern über den Boden. So erinnert man sich wohl kaum an eine glamouröse Tänzerin. Und ich muss sagen, wenn man das heute sieht, wirkt das immer noch genauso frisch, ungeheuer provokant, dass da eine Tänzerin am Boden hockt und eine mit Krallenhänden bewehrte Hexe gibt, die wütend aufstampft. Also jemand, der sich nicht scheut, eine hässliche Figur zu zeigen, eine Figur, die triebhaft ist, die lebensgierig ist. Sie hat in diesem Hexentanz 1926 etwas von sich ausgelebt. Und das war auch etwas, was sehr wichtig war für ihre ganze Entstehungsgeschichte, die Auseinandersetzung mit ihrem Körper, schließt auch immer das Erleben der Sexualität, das Ausleben der eigenen erotischen Kraft mit ein. Und erst als sie sehr erfüllte, sehr stürmische Liebesbeziehungen leben konnte, kamen diese Tänze auch nach außen. Ende der 20er Jahre. Mary Wigman ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie erfüllt sich einen lang gehegten Traum, den Kauf eines neuen Cabrios. Die finanzielle Situation stabilisiert sich. Es sind die letzten unbeschwerten Jahre, die sie genießt. Sie war einfach eine liebe Dame, die konnte genießen, die hatte Humor, die konnte Witze machen, also sie hatte sehr viel Humor, aber eben auch eine Strenge in der Arbeit und eine Stringenz im Ziel und das war eben eine Allround-Person. Und ich wollte eben auch einen Tanz ihr widmen und das ist Schubert, der Tod und das Mädchen, Wandlung. Die Tänzerin Susanne Linke fand durch Wigman ihren eigenen Ausdruck. Die Technik erlernte sie später in der Folkwang-Schule in Essen. Susanne Linke ist eine der wenigen noch aktiven Wigman-Schülerinnen. In der Arbeit mit jungen Tänzern gibt sie das Erbe weiter. Ja. Wigman hat ja gearbeitet mit drei Ebenen, die sie verbunden haben wollte. Das eine ist die körperliche Ebene der Bewegung, die seelische Ebene der Bewegtheit und die geistige Ebene der Beweglichkeit. Das finde ich eigentlich wunderschön gesagt von ihr, weil das ist genau das, mit dem wir heute eigentlich nach wie vor arbeiten müssen, um überhaupt eine bestimmte Qualität im Bewegen zu erzeugen. Ja, and then now the distance here is good.
and then it feels strange that you pluck so much on the back group, you know, that you. Die Arbeit der jüngeren Choreografengeneration ist ohne Mary Wigman so nicht vorstellbar. Auch Sascha Walz begann ihre Tanzausbildung bei einer Wigman-Schülerin. Für viele Tänzer heute gehört die Improvisation zu einem wesentlichen Bestandteil der täglichen Arbeit. Wenn auch das Erbe der Wigman-Tänze bis auf wenige Ausnahmen weitgehend in Vergessenheit geraten ist, ohne Mary Wigmans bahnbrechende Arbeit sehe die Gegenwart des Tanzes heute anders aus. Ich glaube, dass die Arbeit oder auch die Figur der Wigman mich sehr beeinflusst hat. Ich wollte tatsächlich diesen freien Ausdruck und auch diese Natürlichkeit der Bewegung. Also die fasziniert mich auch nach wie vor. Also auch in den Bildern ist es so. Wigman hat im Tanz, sie hat den Tanz revolutioniert. Sie hat nicht reformiert, sondern sie hat ihn mit Rudolf von Laban zusammen und ihren Schülerinnen und Schülern, sie hat ihn wirklich revolutioniert. Mary Wigman kehrt von ihrer letzten Amerika-Tournee in ein anderes Deutschland zurück. 1936 choreografiert sie einen Teil der olympischen Eröffnungszeremonie. Ihre Hoffnung auf eine Fortsetzung ihrer Karriere unter den Nationalsozialisten erfüllt sich allerdings nicht. Ihr künstlerisches Selbstverständnis lässt Kompromisse nicht zu. Nur wenig später verabschiedet sich Mary Wigman. Sie ist jetzt 56 Jahre alt, mit ihrem letzten Solotanz Abschied und Dank von der Bühne. Ich wurde Mary Wigman. Es gab den neuen deutschen Tanz. Und es gab ihn nur, weil Mary Wigman unentwegt ihren Weg ging. Durch den Wechsel der Jahre und der Geschehnisse. Weil Mary Wigman Mary Wigman blieb. In all ihren Verwandlungen.